Moin, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Video von mir und ich möchte einfach mal die neuen Attack on Titan Helden so ein bisschen im PvP ausprobieren. Werde dazu heute ein Video machen über den blauen Eren und werde morgen dazu ein Video machen zu dem roten Levi, der ja neu rausgekommen ist. Allerdings werde ich wahrscheinlich kein Video zu dem grünen Eren machen, einfach nur, weil es sich nicht lohnt, ein Video zu ihm zu machen, solange man seine Ult nicht mindestens auf 4, 6, 5, 6 oder gar 6, 6 hat. Und genauso werde ich wahrscheinlich kein Video zu der Mikasa machen, weil ich irgendwie kein Fan von der bin. Ich habe nicht ein optimales Team gefunden. Vielleicht habt ihr eine Teamempfehlung für mich, die ich ausprobieren sollte. Ich zumindest war gestern im Stream nicht happy mit der, aber mit den anderen zwei war ich sehr happy und dachte, ey komm, dazu kann man mal ein Video machen. Und das hier ist das Team, das ich mit dem blauen Eren spielen werde. Das heißt, ich werde hier so ein bisschen auf die Durchdringmeter gehen, hinten mich so der feindlichen Durchdringmeter etwas schützen und wechsle quasi den grünen Eskanor durch den blauen Eren aus. Und ich glaube, das könnte besonders interessant sein, sobald der grüne Esterosa kommt, dadurch, dass viele den ja im PvP wahrscheinlich auch benutzen werden, die auf ihn ziehen sollten. Ich werde ja persönlich nicht auf ihn ziehen, sobald er kommt. Wer weiß auch, wie lange das dauern wird. Aber denn, sobald er kommt, werden ja wahrscheinlich einige auf ihn ziehen und den dann auch bestimmt im PvP benutzen. Und er ist deswegen interessant, weil seine Fähigkeit hier auf Silberhaltungen des Feindes abbricht. Bedeutet, damit könnt ihr von dem feindlichen Esterosa einfach die Haltung abbrechen und dann bringt er nur noch halb so viel. Nichtsdestotrotz ist er ein sehr starker SR-Unit, also ein sehr, sehr starker Held für SR-Units. Und ich habe ihn leider nur auf 75 von 80, dadurch, dass ich erstmal die anderen drei Attack on Titan Helden auf 80 gebracht habe. Und eigentlich ist er so mit einer der besten von den vier in Attack on Titan Helden. Und das Geile ist, wir haben alle eine 6-6 Ult von ihm. Das heißt, wenn wir es schaffen, die Ult mit ihm zu rushen, ist halt einer von den Gegnern so gut wie down. Also mit einer 6-6 Ult plus, dass die Ult die feindliche Resistenz ignoriert, ist halt einfach übel. Wir können hier nochmal drauf schauen. Ignoriert Resistenz des Feindes. Bedeutet, damit können wir ordentlich Damage machen, wenn wir es schaffen, seine Ult zu rushen. Das bedeutet, das Ziel mit diesem Team ist so ein bisschen mit Meliodas und Lygia das feindliche Team zu kontrollieren. Also mit Lygia natürlich die Ult zu ziehen, sich selber ein bisschen zu heilen. Hier vielleicht mit Korrosion dem Gegner so einen kleinen Heal rausziehen und dann natürlich ordentlich Damage mit ihm zu machen. Nebenher die Ult von dem Eren zu rushen und dann mit dem Eren drauf zu hauen. Und das Gute ist ja, dass seine eine Fähigkeit uns auch davor schützt, dass der Gegner uns jetzt irgendwie plötzlich schnell tötet, da wir, sobald wir diese Fähigkeit auf Silber haben, eine Runde lang einfach einen feindlichen Angriff ausweichen können. Also relativ entspannt. Als Food habe ich im Stream gestern, falls ihr dabei wart, immer Coin Food genommen und das werde ich auch weiter jedem empfehlen, so häufig wie möglich hier mit Turniermünzen Food zu spielen. Habe ich gestern im Stream gemacht, hat wunderbar funktioniert. Ich weiß, meine Lose Rate ist relativ hoch, aber das liegt daran, dass ich im Stream gestern einfach viele verschiedene Teams ausprobiert habe, mit denen einige ja nicht so gut geklappt hat zu spielen, aber mit anderen wie mit dem hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ich werde jetzt aber nur für dieses Video quasi einmal durch Dringfood nehmen und ansonsten benutze ich eigentlich nur anderes Food, um von Champion auf Herausforderer zu laschen. Das ist eigentlich so das einzige Ding. Falls ihr auch mal Bock habt, mit dem Stream dabei zu sein, der Link wäre in der Videobeschreibung twitch.tv/sonius94. Da können wir auch gerne verschiedene Teams ausprobieren, gerade immer sobald ich Challenger PvP erreiche, also sobald ich mal Herausforderungen bin, kann man ja nicht mehr absteigen und dann ist halt mega entspannt, einfach verschiedene Teams auszuprobieren. Das kostet mich halt ein paar Diamanten, aber für die Streams opfere ich die Diamanten gerne mit random Teams, um das Ganze auszuprobieren und mir nebenher so ein paar Turniermünzen zu rushen. Also schauen wir einfach mal direkt in das erste Match mit diesem Team herein. Zwei Matches habe ich schon gespielt, das eine war gegen Bot, das andere war ein One-Shot von seinem Red-Mono-Team gegen meinen Eren und dann war das kein Video natürlich auch vorbei, das heißt, ich konnte direkt vergessen und WTF ist ihm jetzt passiert, bitte? Alles klar, er gibt einfach direkt auf. Ich habe auf CC-Food gewechselt, auf das Kampfklassen-Food. Und dementsprechend schauen wir damit einmal ins nächste Match. So, wir treffen auf ein interessantes Team. Wir treffen auf das ursprüngliche OG-Durchdring-Team. Nee, gar nicht. Das ist ja ein roter Eskanor und gar kein grüner Eskanor. Interessant, dass er den mitbringt. Allerdings ist die Healing-Karte natürlich ein bisschen lost, dass ich die bekommen habe. Nichtsdestotrotz werde ich die einfach mal matchen, sodass ich sein Silber habe und gleich Debuffs entfernen kann, falls auch auf mich eine Korrosion kommt. Oder falls auf mich irgendwas anderes kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommt. Bum, bum, bum. Er weiß natürlich, dass jetzt hier die Healing-Karte auf Silber ist und nicht eine andere. Und ich kriege keine Eren-Karte. Wie soll ich ein Eren-Showcase machen, wenn ich keine einzige Eren-Karte kriege? Das ist natürlich absolut frech von dem Spiel. Das gönnt mir hier gerade überhaupt nicht. Was sind denn das für drei Karten? Wenn ich das sehe, dann kriege ich schon wieder Kopfschmerzen. Das ist wirklich RNG des Todespechs, das man hier haben kann. Wie kann man so viel Pech haben mit seinem RNG, wie ich jetzt gerade in diesem Moment, dass ich hier die Korrosionskarte kriege, während ich Korrosion schon auf den Gegner gehauen habe, dass ich hier eine Karte kriege, mit der ich die Ult verhindern kann, ohne dass der Gegner hier in der ersten Runde es schaffen kann, eine Ult zu kriegen, und dass ich eine Karte kriege, die mich theoretisch nochmal healen könnte, ohne dass ich gerade healen möchte. Das ist natürlich aus meiner Sicht eine absolute Verschwendung an Karten. Das heißt, wir healen, healen, healen und matchen wieder und kriegen zumindest dann die Lilie Ult. Ich bin gespannt, wie er damit umgeht. Ja, ich sollte hoffentlich Full HP sein.
Das heißt, vielleicht war es gerade auch laut gemeckert, denn das Geile ist ja, dass ich jetzt wenigstens eine Ult mit Lilie draufhauen kann. Das ist auch eigentlich eher groß gemeckert, dadurch, dass ich die Ehren-Ult nicht rushen kann, beziehungsweise ich kriege weiter keine Ehrenkarten. Das Spiel gönnt mir einfach nicht, dass dieses Video ein sinnvolles Ehren-Showcase ist. Das Video sagt sich, ey, yo, zeig mal bitte weiter die Durchdringmeter und zeig, was du mit der Durchdringmeter eigentlich alles reißen kannst, beziehungsweise zeig, was deine Lilie so kann, die ja aktuell bei mir eine 3- oder eine 4-6-Ult hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich meine, es ist eine 4-6-Ult. Bedeutet, die sollte nicht zu viel Damage machen, besonders weil ich nicht ordentlich hinterherhauen kann. Kriegt er eine Ult gerusht von sich? Nö, er kriegt nicht mal eine Ult von sich gerusht. Easy. Bam, bam. Und den scheint er auch nicht down zu kriegen. Jetzt kommt nochmal Blue Demon Mini. Nee, er zieht mir meine Ult ab. Alles klar, er zieht mir meine Ult ab. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte schon, ich wäre stolz darauf, dass ich hier irgendwie Damage mache. Nein, ich darf keinen Damage machen. Damage wird mir nicht erlaubt zu machen und... Oh. Ach, das ist doch hier Pech, oder? Das ist doch einfach Pech. Was soll ich denn nochmal mit einer Karte dieser Art? Nochmal mit einer Karte dieser Art. Das bringt mir doch überhaupt nichts. Er kriegt auch hier direkt nochmal eine Silberkarte mit seinem roten Eskorner. Bedeutet wahrscheinlich, kann er mir direkt meine Ult wiedernehmen mit seiner Fähigkeit. Oder er kann mit einer Silberfähigkeit mit ordentlich Damage draufhauen. Das sind die zwei Optionen. Ult nehmen oder Damage. Ich bin gespannt, welche von dem. Und da ist die erste Ehrenkarte. Da ist einfach die erste Ehrenkarte. Jetzt muss Ehren aber auch zeigen, was er kann. So. Nehme mir bitte die Ult und match diese Ehrenkarte dann noch zu einer Silberkarte. Irgendwas, gib mir nochmal seinen Buff hinterher, ich habe keine Ahnung. Einfach nur so, dass mein RNG nicht weiter sich darauf ausbaut, dass ich nur Korrosionskarten und nur Ult-D-Rank-Karten bzw. Ult-C-Karten kriege von dieser Lilia. Ja, natürlich kriegt er meine Ult gezogen. Sollte es auch anders sein, dass er zweimal hintereinander eine Silberkarte mit ihr hat. Anscheinend ist das RNG auf jeden Fall eher auf seiner Seite als auf meiner Seite. Das merkt man ja daran, dass ich hier die Silberkarten bei ihm von alleine matchen. Sowas hatte ich diese Runde noch nicht einmal erlebt. Und ansonsten müssen wir natürlich die Ult ziehen. Wir können mit Blue Demon Million das draufhauen. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch mit Ehren hinterherhau, kriege ich sein Blue Demon Million das nicht down, ne? Zumindest würde es mich wundern, wenn ich sein Blue Demon Million das down kriege. Und eigentlich muss ich auch, ach doch, falls ich eine Ehrenkarte kriege, kann ich ja ziehen und dann dadurch auch die Ult rushen. Bedeutet aber trotzdem, dass er wahrscheinlich nächste Runde zwei Ults aus seiner Sicht hat. Ne? Ich bin gespannt. Hau drauf und zeig mal, was du kannst. Ehren, so ein Damage, 28k, das ist in Ordnung. Hauptsache, jetzt matcht sich nichts. Wunderbar, perfekt. Geht das weiter, dass sich nichts gematcht hat. Er sollte aber eine recht hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass er mir meine Ult nehmen kann. Mit mindestens 5 Eskano und Lilia-Karten auf der Hand. Wer weiß, was die 6. Karte gerade noch war, die er dazu bekommen hat. Dadurch, dass er was matcht, natürlich durch dieses eine Matching kriegt er auch wieder 2 Silberkarten. Und bei mir, Silberkarten sind nicht vorhanden. Silberkarten kennt man nicht. Wenigstens weiß ich, dass wenn ich jetzt die Ehren Ult rushe, Ehren nicht nehmen kann. Ja, Blue Demon Million, das kannst du gerne downhauen. Jetzt kommt wahrscheinlich der D-Rank. Das war natürlich zu erwarten. Also, RNG ist 1000-mal mehr auf seiner Seite. Nein, er hat ja auch den Ehren dann gedrankt. RNG ist 1000-mal mehr auf seiner Seite als auf meiner Seite. Das ist absolut frech, was der hier für ein Luck hat. Nichtsdestotrotz hauen wir mal bitte drauf und versuchen irgendwie die Lilia zumindest down zu kriegen. Gucken wir mal, was wir können. Gucken wir mal, ob das irgendwie bringt, diese Lilia down zu kriegen mit nur einer Ehren-Bronzefähigkeit. Nein, wird natürlich nichts. Wie hätte es auch anders sein sollen? Das Spiel gönnt mir überhaupt nicht. Das ist wirklich komplett unlucky, was ich hier an RNG habe im Vergleich zu ihm, wo sich Silberkarten von selbst, hier wieder keine Silberkarte von selbst gematcht. Bei ihm matchen sich Silberkarten von selbst. Durch einmal ziehen kriegt er 2 Silberkarten. Also ich bin, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen tilted auf diese Runde. Es hätte definitiv besser laufen können, hätte ich nur minimal besseres RNG gehabt, denke ich mal. Also natürlich, das ist jetzt eine komplett random Vermutung, dass ich hier mit minimal besseren RNG etwas mehr Glück hätte haben können. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, auf wen er jetzt draufhaut. Hau mal bitte auf Ehren drauf, das wäre so dumm von ihm, wenn er nicht weiß, dass die Fähigkeit ausweicht. Aber ich denke mal, also er haut ja auf Lilia drauf, das habe ich schon gesehen. Bam, alles weg. Und bam. Der ist auch so gut wie tot. Jetzt gib mir eine Ehren-Buff-Karte. Wenigstens irgendwas, um diesen Tag zu versüßen. Nee, ich kann diese Runde schon wieder vergessen. Ich raste aus, Leute. Ich raste einfach aus. Wenigstens kann ich seine Healing-Fähigkeiten deaktivieren. Bam. Ja, hau drauf und hau bitte nochmal drauf. Mit Explosionsschaden. Und ich glaube, würde ich jetzt wenigstens eine Ehren-Karte kriegen. Komm, gib mir eine... Ich weiß nicht, was mit meinem RNG los ist. Ich raste komplett aus. Dieses Spiel hasst mich. Nicht mal eine Ehrenkarte. Irgendwas. Gar nichts. Nada, niente. Wenigstens kriege ich meine King-Ult direkt zurück. Aber wahrscheinlich... Achso, okay. Er haut gar nicht drauf. Und was ist die letzte Fähigkeit?
Komm, hau drauf mit. Achso, er nimmt. Ja, aber die King Ult kriege ich zurück, wenn ich nicht sterbe. Ja, klar, sterbe ich. Absolut, wirklich aufregende Runde. Das war doch eine schöne erste Runde. Die lasse ich trotzdem online und switch direkt in die zweite. Ach, nervt mich das. Zweite Runde, zweites Glück. Wir treffen auf ein Red Mono Team. Und ich benutze ja mittlerweile CC-Food. Das heißt, wenigstens darf ich anfangen. Bedeutet, wenigstens kriegt er mein Ehren nicht One-Shot down. Aber ich fange wieder mit einer Lilie-Karte an, die mir so im ersten Moment erstmal nicht viel bringt. Ich werde ihn nichtsdestotrotz wieder matchen, so wie ich es eben gerade gemacht habe, anstatt drauf zu hauen. Und hoffe natürlich weiter auf irgendeine RN-Jägerkarte, ne? Also, das System bleibt das gleiche. Wir hoffen auf RN-Jägerkarten. Zeig mal, was du kannst. Das RNG ist auf jeden Fall schon mal besser. Aber natürlich, ich brauche keine dritte Karte von der. Das ist absolut sinnlos, hier eine dritte Karte zu kriegen. Zumindest in diesem Moment. Und ich brauche keine Korrosionskarte. Wenigstens eine Karte, die Damage machen kann. Und jetzt brauche ich erst recht keine Korrosionskarte, weil er natürlich mit seinem RNG wieder eine der beiden Buff-Karten trifft. Wieder hier, beziehungsweise, was heißt wieder? Eben gerade hat er ja nicht mit einem Goldbuff gespielt, die Runde davor. Aber nichtsdestotrotz, ich kann nichts machen. Ich sitze jetzt hier und kann literally gar nichts machen. Mir bringt es nichts, die Ult zu rushen. Mir bringt es nichts drauf zu hauen. Mir bringt gar nichts, auch nur irgendwas. Also ich bin wirklich sauer, wenn ich das sehe. Ich bin wirklich sauer. Jetzt bin ich halt auch wieder tot, weil er jetzt gleich wieder mit seinem roten Eskano einfach auf mich draufhaut. Und natürlich bin ich von der Zeit her auch noch schlecht und kriege das hier nicht hin, dass man nicht meine Silberkarte aufbewahrt, sodass wenn er jetzt es schafft, seine Ult zu rushen, ich die nicht mehr verhindern kann. Absolut komplett lucky und richtig gut und sinnvoll, wie ich hier spiele. Also das sind wirklich die Plays, die wollen wir von Sonius94 sehen. Wenn Sonius94 so weiter spielt, dann macht er hier alles richtig. So spielt so. Und ey, guck mal, er hat wieder 4 Silberkarten auf der Hand. Okay, natürlich. Er hat sich auch selber geaufrankt. Das ist die eine Silberkarte. Aber nichtsdestotrotz hat er noch trotzdem 3. Ich raste aus. Was ist denn das für ein Müll, das ich hier habe? Müll habe ich auf meiner Hand und nichts anderes außer Müll. Und ich kriege natürlich die nächste Karte, die keinen Damage macht. Ich kann keine Ult verhindern, weil ich zu langsam war. Es ist doch alles sinnlos. Es ist doch alles komplett sinnlos. Ja, wir rushen wenigstens eine Ult. Also ich hoffe gleich noch, also die dritte Runde wird auf jeden Fall eine Runde, die ich gewinne, einfach nur aus Prinzip. Das heißt, ich werde so viele Runden skippen, bis ich gewinne, aber trotzdem möchte ich diese Runden online lassen, da ich die ganz interessant finde, da ich auch sage, ey yo, man muss auch mal schlechte Plays auf YouTube sehen und nicht nur diese Plays, wo Leute reingehen mit ihrem Monster-Gear, teilweise auch schlechten Gear, ich weiß, sowas gibt es auch, und dann die besten Plays zeigen. Ich bin hier eher der Typ, der sagt, ich bin Hirnfurt, Sonius94, Hirnfurt, Sonius94, zeigt Hirnfurts Plays oder anders geht es nicht bei ihm. Natürlich, RNG in der ersten Runde war kompletter Müll, RNG in der zweiten Runde war zumindest mittelmäßig, war aber aus meiner Sicht trotzdem eher Pech, weil er direkt den Goldbuff hatte und ich halt nichts, um irgendwie Damage zu machen. Das Einzige, was mich jetzt noch interessiert, ist, kriege ich es hin, mit seiner Ult den Eskonor zu töten oder nicht, komplett die Verteidigung zu ignorieren. Er hat natürlich noch komplett die übelsten Buffs auf sich drauf, zack, zeig mal. Und ja, ich kriege das immerhin hin, das finde ich interessant, dass ich das immerhin hinkriege. 4 Buffs hat er noch auf sich, das heißt, er hatte nicht mehr den LP-Boost auf sich. Genau, er hatte nicht mehr den LP-Boost. Danke fürs Auslachen, mein Freund. Ich weiß, dass ich sowieso tot bin. Und guckt euch diese Karten an. Guckt euch diese Dreckskarten auf meiner Hand an. Damit ab in die dritte Runde. Oh. Dritte Runde, drittes Glück. Wir treffen wieder auf dem Rap-Mono-Team. Es könnte genau der gleiche wie eben gerade sein. Ich glaube es aber, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe eben gerade nicht auf den Namen geachtet. Und wir kriegen den optimalen Start zum Abschluss. Ach, ist das nicht nett, wenn man mal den optimalen Start zum Abschluss kriegt. Das bedeutet, ich kann mich jetzt selber buffen, kann gleich einen von den beiden auf jeden Fall safe töten. Das wird der Gopher sein, den ich safe töte. Dementsprechend muss ich meine Silberkarte nicht an den Gopher verschwenden. Zack, Dankeschön. Verschwende die Silberkarte bitte an dem Arthur. Und ja, das ist auch schon ordentlich Damage mit einer Silberkarte. Hier im optimalen Start, bum, bum, bum. Bedeutet, ich kann gleich auf jeden Fall Gopher töten plus guten Damage gegen Arthur raushauen. Das ist doch geil. Ich bin mal gespannt, ob er es hier 2 Runden in Folge schafft, selber den Goldbuff zu kriegen. Es sieht aber nicht so aus. Ja, er benutzt eine Fähigkeit von ihm und er benutzt eine Fähigkeit. Okay, er geht direkt auf den Arthur-Buff. Bumm. Ausweichen erfolgreich. Perfekt. Dankeschön. Bitte greif jetzt nochmal ihn an, ey. Bitte. Ja, perfekt. Ausweichen erfolgreich. Der weiß nicht, wie der SRRM funktioniert. Das sind doch die Spiele bzw. die Plays, die richtig Spaß bringen. Im Vergleich zu den 2, die ich davor gespielt habe. Die 2 davor waren natürlich. Könnte ich ihn töten? Also das wäre mal ein interessanter, wirklich sehr interessanter Test. 180k Damage habe ich gerade gemacht. Boah, ich glaube, ich könnte ihn down kriegen. Wir probieren es. Wie viel Damage macht er? 30k plus... Was haben wir jetzt nochmal? 30k? Und jetzt 180k Damage?
Was eigentlich ein bisschen dumm ist, ich hätte den Gopher töten müssen, hätten wir auf 193 kann der Mensch. Also selbst das ist möglich, den One-Shot zu killen. Ich hätte den Gopher aber aus dem Grund töten müssen, dass er natürlich mir einen Attack-Stil reindrücken kann auf den Eren, aber er gibt auf, wunderbar. Und das Match ging so schnell, dass wir nochmal ein viertes zeigen können. Ich bin sehr gespannt auf die letzte Runde. Wieder Red Mono, also das, worauf man auch am meisten trifft in diesem Spiel. Bam, 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 bam. Dankeschön für eure Karten. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie ich starten soll. Deswegen starte ich so und hoffe, dass er nicht einen Gold-Buff direkt in der ersten Runde raushaut. Zack, zeig mal, was du kannst. Beziehungsweise einen goldenen Arthur-Buff. Erscheint. Ja, doch, er erscheint auf jeden Fall einen Red King hinten drin zu haben, denke ich mal. Ansonsten müsste ich mehr Schaden gegen Gopher und Arthur gemacht haben. Und die Karten, das sind wieder die schlechtesten RNG-Karten. Wie kann das denn sein, dass ich hier vorhin in einer Runde, nachdem ich eine Lilie-Silberkarte habe, noch eine dritte Lilie-Karte kriege, eine Korrosionskarte kriege und eine Healing-Karte von Lilie und das jetzt schon wieder zweimal hintereinander? Ich raste aus. Ist das ein Pech, mit dem ich hier reingehe? Das gibt es doch nicht. Wie kann das denn sein, dass das zweimal passiert? Zweimal das schlechteste RNG, mit dem man starten kann. Wenigstens kann ich hier per Healing meine Ult rushen. Das ist doch wenigstens etwas. Und kann gucken, dass ich mit Eren draufhaue und gucken, was so passiert. Aber das ist wirklich übel. Das ist wirklich übel. Aber also zumindest ist es in meinen Augen das schlechteste RNG, was passieren kann, drei Lilie-Karten zu kriegen, plus eine zweite Korrosionskarte, plus noch eine Healing-Karte. Bam, bam, er haut auf Eren drauf. Also er hat auf jeden Fall am meisten Angst vor Eren, wahrscheinlich, weil das ist halt eine Bestätigung, dass er einen Red King hinten dran hat. Dementsprechend ist ihm der Blue Demon Meliodas unwichtig, denke ich mal. Und zack, 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 zack. Bumm, noch eine Silber... Noch... Okay, 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 egal, wir hauen drauf. Wir hauen drauf und dadurch können wir wenigstens ein Silber... Ja, komm, wir machen so. Dann müsste mein Eren tot sein im Showcase. Hauptsache, wir kriegen seinen Gopher down. Das ist das einzig Wichtige. Wir müssen seinen Gopher down... Wir kriegen nicht mal seinen Gopher gekillt. Wir kriegen nicht was. Und ich krieg noch mehr Lilia D-Rank-Karten. Ich mach keinen Damage, wenn ich nur Lilia D-Rank-Karten kriege. Och, Menno, bitte sag mir nicht, jetzt kommt eine Taxi oder sonst was. Ja, und jetzt rank dein Esker nochmal ab. Ja, und das schön mit drei Buffs. Hau drauf auf. Ach, auf niemanden. Okay, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Ich muss mich nicht damit beschäftigen. Bumm. Ich kann eine Runde ausweichen. Oh, ich kann eine Runde ausweichen. Und ich kann definitiv sein Gopher jetzt damit killen, oder? Zack. Warum habe ich die Fähigkeit denn eingesetzt? Ich bin dumm. Okay, das war jetzt wirklich mal ein dummer Move von mir. Ich weiß nicht, was ich mir gerade dabei gedacht habe. Ich habe nur gesehen, Gopher hat 5 Ult-Punkte. Ich muss die Ult runterziehen. Ich hätte natürlich die Fähigkeit von Demon Meliodas benutzen sollen. Aber das ist ja vollkommen egal. Bam, bam, bam. Hauptsache, Eren ist gesichert. Ich bin mal gespannt, ob er trotzdem auf Eren draufhaut. Nein, haut er zum Glück nicht. Und ich bin gespannt, was er jetzt macht. Boom, er killt Demon Meliodas. Ich habe also eine Fähigkeit von ihm verschwendet. Und ja, danke. Das heißt, er hat versucht, nochmal auf Demon Meliodas draufzuhauen, denke ich mal. Und jetzt können wir sicher den Arthur downhauen, bin ich mir ziemlich sicher, oder? Den müssten wir jetzt auf jeden Fall down kriegen. Haut drauf. Haut drauf und... ich möchte eigentlich hoffen, dass die nächste Karte auf Eskanon geht, aber die geht bestimmt nicht auf Eskanon, wenn ich hier mit den Arthur kill. Und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass ich den Arthur kill. Oder? Kill ich den Arthur? Nein, kill ich nicht. Okay, doch, doch, doch. Ich habe ja noch die zweite Fähigkeit hinterher. Bumm. Und jetzt bitte greif Eskanon an. Macht er sowieso nicht, oder? Macht er es? Macht er es nicht? Doch, macht er. Perfekt. Oh, ich habe noch die Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen. Es waren schlechte Plays. Jetzt killt er auf jeden Fall meinen Eren. Denke ich mal. Mich würde sehr wundern, wenn er nicht meinen Eren killt. Bum, bum, bum. Und zack. Cool-san. Okay, vielleicht killt er. Er killt nicht meinen Eren. Er killt nicht meinen Eren. Ich habe Glück. Ich habe so ein Glück. Ich habe gewonnen. Oh. Ist das lucky. Ey, ihr habt gemerkt, ich war echt nervös. Lange echt nervös. Boah. Alter Schwede. Aber wenigstens zwei Matches verloren, zwei Matches gewonnen. Ihr hattet ein bisschen, ja, sehr gestresste Runden von mir, eine glückliche Runde davor und eine spannende Runde zum Abschluss. Das fand ich eigentlich ganz geil, ich fand das eine ganz gute Kombo. Ich hoffe, diese vier Matches haben euch auf jeden Fall gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß an den vier Matches. Damit verabschiede ich mich von euch. Das war's von mir und dem YouTube-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im Stream heute Abend sehen. 21 Uhr, twitch.tv/sonius94. Das war's von mir, eurem
So, und jetzt 94. Wir können jetzt die Levi Ult rushen und er kann nichts dagegen machen. Zack, zack, außer er kriegt ihn jetzt tot. Ey, das wäre natürlich komplett, das wäre komplett reiß, wenn er ihn jetzt gekillt kriegt. Kriegt den gekillt? Och, Menno!